Hallo Leute, willkommen. Heute habe ich Großes vor und das ist auch gut so, denn ich habe gute Laune. Und gute Laune ist gut. Und wir haben ganz tolle Quests bekommen beim letzten Mal. Wer sich nicht mehr daran erinnert, weil es so unglaublich lange her ist, 1 bis 2 Tage, der sollte eventuell das letzte Video nochmal schauen. Oder einfach aufpassen, denn ich weiß es auch nicht mehr so genau. Also, wir haben jetzt eine sehr schöne Quest, die uns in eine Gruft führt. Huch! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aufpassen. Lord Nashor, ich kam, sobald ich euren Ruf empfangen habe. Ah, Sir Neval, wir haben gerade von euch gesprochen. Diese Männer gehören zur Handelsgilde und ich habe ihnen vom Erfolg der Wache bei den Docks erzählt. Und eben wollten sie mir von ihren wiederholten Anstrengungen berichten, neue Schiffe in den Hafen zu bringen und den Ausfall an Überlandreisen zu kompensieren. Diese Saison war mager für Neewinter, mein Herr. Die Bürger werden erfreut sein, mehr Schiffe im Hafen zu sehen und über die Fracht, die sie bringen. Ganz recht. Danke für eure Mühen, Sir Neval. Ihr habt euch Glückwünsche verdient und die neuen ebenfalls. Mein Lord Nashor, ich werde euer Lob an die Wache weitergeben. Ich glaube, ein Großteil der jüngsten Erfolge ist unseren neuen Rekruten zu verdanken. So sei es. Haha, wir waren's. Nach dem Krieg mit Lasken und der Seuche ist es gut, dass wir unsere Aufmerksamkeit endlich dorthin richten können, wo sie hingehört. Und der Sache mit den Steuerrückständen am Hafen. Natürlich, Lord Nashor. Wenn ihr erlaubt, wende ich mich wieder meinen Pflichten zu. Ihr könnt gehen, Neval. Ja, der König. Und gibt sich nur mit Frauen. Schließlich haben die Gilde und ich viel zu bereden. War ja klar. Würde ich auch machen. Ganz ehrlich. So, Spiel wird geladen. Allerdings sind wir, glaube ich, am falschen Punkt. Denn ich würde doch gerne mit der Gruft anfangen. Denn das verspricht viele tolle Schätze. Wir haben es ja nicht so genau mit alles liegen lassen und so. Wir nehmen doch gerne mal was mit, zumindest wenn es sich als nützlich erweist. Und ich schaue mir kurz die Quest an. Das Tagebuch. Waffenschmuggler ist es nicht. Gruft der Verräter. In der Gruft der Verräter liegen die Leichen der größten Schurken von Neewinter. Die Leichen sind gut gesichert und die Türpriester patrouillieren in diesem Grab, damit sie auch in Frieden ruhen können. Ja, mal schauen, ob wir einen Türpriester finden. Ob er noch lebt oder ob er nicht mehr lebt. Der Priester, der zuletzt Dienst hatte, bla 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 bla, ganz viel Text, könnt ihr euch alles durchlesen. Geht in die Gruft und sucht den vermissten Priester. Ah, okay, ich kann sie nur mit ihm wieder verlassen. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich will eigentlich eh rein. Hauptsächlich. Warum auch nicht? So, die Gruft ist da hinten. Dann laufen wir mal hin. Ich mach mal schnell das Geschick des Ketzers an. Ja, und ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, aber ich erwähne es noch einmal. Diese kleinen Grafikfehler sind leider unvermeidlich, wenn man auf 720p aufnimmt. Das heißt, ja, entweder ich mache es nicht in HD oder ich mache es auf 1080p und dann, ja, gibt mein Rechner irgendwann auf. Also so stark ist er auch nicht. Ihr müsst einfach damit leben. Fertigkeit erhöht, Geschicklichkeit erhöht. So schlimm ist es nicht. Hauptsache, ich krieg keine irgendwelchen miesen Grafikbugs hier rein. Das soll ja auch ein schönes Spiel werden. So. Ja, Gruft der Verräter. Ja, haben wir alles. Ja. Alle was an. Alle eine Waffe in der Hand. Supi. Keiner sagt was. Keiner redet mit mir. Doof. Naja, was soll's. So. Und wir können hier ganz, ganz viel Zeug abstauben und ganz viele Untote. Und Untote sind ja auch nicht so schlimm. Bis die bei mir angekommen sind, sind sie schon wieder, ja, ganz tot. So, links oder rechts? Ich habe keine Münze hier. Verdammt, ich gehe links lang. So, schauen wir mal. Hier dürfte es wieder viele Fallen geben. Wie kann ich euch Wollte ich helfen? gerade anmerken und ich denke, ich sollte vielleicht mit Nischka vorgehen. Misserfolg? Wow. Das ist aber doof. Schatten! Schatten sind nicht gut. Schatten sind nicht gut. Das heißt mystische Entladung. Ach so, er wollte auch gerade. Na gut, der Computer macht halt auch manchmal was richtig. Schatten werden übrigens auch als Geister
ja, klassifiziert. Das heißt, hier wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man als Geisterschamane spielen würde, ordentlich Schaden zu machen und vielleicht auch ein paar Boni zu kriegen. Allerdings ist das für uns jetzt erstmal nichts. Für uns sind das ganz normale Gegner, die ein bisschen mehr Magieresistenz haben und ich glaube, furchtimmun sind. Ja, ich denke schon. Das wäre sinnvoll. Ja, gut. Und 40 Erfahrung geben, naja, was soll's. Die kommen immer in großer Masse, das... Ja, heißt eigentlich Gutes, aber wir hinterlassen kaum was. Naja, was soll's. Ja, immer schön auf den Boden achten, das... Ist gut. Was habe ich denn hier für Zeug? Stärke verringert. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm. So viel Zeug habe ich da doch nicht zu tragen. Na, ist das wieder... Ach, alles fallen. Schlimm. Wie kann ich euch helfen? Schlimm. Nischka. Bitte, bitte mach das doch weg. Ah ja, und wir werden heute eventuell ein Partymitglied austauschen. Was? Aber erst, wenn die Quest und ich glaube noch eine andere erledigt sind. So, langer, komischer Gang. Wir gehen erstmal in die Tür. Und schauen, was hier zu holen ist. Toll, da hinten ist eine Truhe. Hier ist aber viel freie Fläche. Und ein Hebel. Was zur Hölle? Und ein Steinblock, den man ansprechen kann. Was zur Hölle? Ah! Ein ansprechbarer Steinblock. Sag mir was. Nö, er sagt nichts. So, gehen wir direkt zur Truhe oder... Ich hebel mir erstmal ein. Ah, sehr interessant. Ich kann mir gut vorstellen, was hier los ist. Genau. Der Steinblock verhindert, dass wir geröstet werden. Das ist schön, das ist schön. Jetzt frage ich mich natürlich, wie komme ich an den Hebel, wenn ich, ja, da drüben noch eine Statue habe. Das machen wir so. Wir sagen Nischka, dass sie doch mal gerne, ne? Befehl senden. Dass sie die Stellung halten soll. Stehen bleiben. Sehr wohl. Na toll. Jetzt, ach egal, Kelka und Eleni hören mir besser zu. Bäh! Ja, das wollte ich, genau. Nein, ich wollte sie eigentlich noch ein Stückchen weiter schenken. Nischka, du bist nicht nur... Ah, Dummheit ist zu nett. Du sollst... Moment, ich brauche sie drüben, oder? Ja, ich brauche sie drüben. Okay. Dann machen wir das anders. Verteilen, Stellung halten. Und ja. Kelka. Hebel. So. Ja, Nischka ist wieder übereifrig. Und Kelka gleich auch, oder? Nein, er bleibt stehen. Er bleibt immer noch stehen. Okay. Es hat funktioniert. Ich bin da. Schauen wir uns die Belohnung mal kurz an. Und dann muss ich wieder zurück. Caitlins Ring. Ja, ganz viel toller Text. Besondere Eigenschaften, Rüstungsbonus 2 Ablenkung. Hohn gegen Untote. Hey, schick, schick, schick. Und ich Gold und eine Schriftrolle. Naja, halt mehr Gold. Was soll's? Was kümmert's mich? So, dann ja. Kelka, du darfst wieder. Nein, Nischka, du darfst nicht. Naja, wenigstens hören sie auf mich. Ich bin zwar fast tot, aber hey, was soll's? Was soll's, was soll's? Gut. Schön, da haben wir den Raum auch. Hier sind so ein paar Rätsel in der Gruft. Da kann man schön mit Geld machen. Das ist ganz toll. Yippie. Na gut, er steht gleich wieder auf. Wir rasten gleich. So. Und zurück. Vielleicht wird dann auch meine Stärke wiederhergestellt. Nein, wird sie nicht. Was soll's. Aber mein Geschick hätte ich doch noch gerne. Zack. War das das mit der Beweglichkeit? Hm, ja. Oh, unglaubliche Beweglichkeit. Plus 4 auf Geschicklichkeit und Turnen. Schick, schick. So, komm jetzt alle mit. Ich glaube nicht. Und dann mal komplexen Befehl. Folgt mir, meine treuen Gefährten. Wir müssen noch ein paar skelettierte Hintern versohlen. Die Fallen sind mir... Die sind mir nicht egal. Ich mach's ordentlich. Solange ich's noch kann. Ich weiß nicht, soll ich Nischka austauschen? Ah, ich hab euch die Frage schon öfter gestellt und sehr kontroverse Meinungen dazu gehört. Was soll's, was soll's. Ich mach das mal so, wie es mir gerade passt. Ich wechsle nochmal kurz den Charakter oben, den Befehl zu senden, folge mir.
denn dann hat den meinen Hauptcharakter auch. Man sendet es quasi immer nur an alle anderen. Weil man ja einen selbst kontrolliert. Und da war wieder eine Falle. Naja, egal. So, hier sollten noch mal Gegner sein. Sind ja irgendwo Gegner? Gegner gesucht. Bitte günstig, bitte günstig. Soll ich angreifen? Ja, aber sowas von hoch. Gule! Oh nein, ein Hinterangriff. Ja, ein Angriff auf meinen Hintern. Schütz meinen Po. Los! Geht mit den Gulen. Soll ich angreifen? Fragen Sie mich an. Natürlich sollt ihr angreifen. Nächstes hier angreifen. Ach ja. Soll ich angreifen? Coole Frage. Eine Ratte. Huch! Ups. Ja. Okay, da kommt man sicherlich durch, wenn man ein bisschen Abstand hält. Ich versuche mal mit meinem Charakter, aber ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Leben. Was soll's? Egal. Stellung halten! Natürlich. Ist das gleich hinten? Ja. So, jetzt. Eins. Zwei. Ein Stück nach vorne. Drei. Vier. Okay, vier habe ich abbekommen. Nicht so schlimm. Und Ruhe. 16 Goldmünzen! Das ist... ja... das ist ja fast die Mühe wert, wa? Gut, ja, nächstes Ziel angreifen. Ich denke mal, damit sind sie trotzdem im Folgemodus. Ja, genau, sie kommen alle mit. Sehr gut. Ich will nicht immer alles auslösen müssen. Ihr müsst auch was machen. Schließlich kriegt ihr Geld, Bezahlung. Die gibt's am Ende des Abenteuers. Versprochen, versprochen. So, hier dürft... ah, hier kam die Ghule her. Glaube ich... oh! Ja, ich denke, hier kommen Ghule her. Kann man so sagen. Kega hält das mal schön ab. Das einzige Problem an Untoten ist eigentlich, dass sie schwer in Furcht zu versetzen sind. Eigentlich gar nicht. Ein Ghul! Ein Ghul ist, ja, was Schlimmes. Das ist so die erweiterte Form. Die sind noch ein bisschen hässlicher. Stellt euch vor, ein... Magier wurde in einen Ghoul verwandelt. Der wird dann ein Ghoul. Hört sich komisch an, aber hey. Was soll's. Also die hauen ein bisschen Dollar drauf. Aber nichts für unsere Gruppe. Kelga fragt zwar gleich, aber hey, 9 Lebenspunkte. Da sollte doch mal ordentlich was dabei sein. Was hat denn so? Er ist krank und betäubt. Das ist... beides nicht so gut. Das sollten wir ändern. Das ist nicht der Plan. Der Plan sieht anders aus. Haltet euch an den Plan. Zack. Na, einer noch. Schön verprügeln und weg damit. Genau. Oh ja, gut. Ghule, weg. Und hier gibt es leider nichts mehr für uns. Schade, schade. Ja, ich denke mal, ich raste mal kurz. Aber Kega wird wohl krank bleiben. Obwohl, er hat hohe Zähigkeit. Er ist zumindest nicht noch kränker geworden. Muss man ihm zugutehalten. So. Wir sind auch, glaube ich, gleich an einer wichtigen Position. Aber ich werde da wohl noch nicht weitergehen. Mal schauen. So, hier gibt es zwei Wege. Ja. Einen hier lang, genau in die Mitte, und einen hier lang, weiter nach außen. Huch! Ohne Hand von Tür! Na, das sieht doch aus wie derjenige, der hier gefangen genommen wurde. Wer seid ihr? Kommt nicht näher! Ich will niemanden verletzen! Beruhigt euch! Niemand wird euch etwas tun! Wie kann ich dem Wort der Person trauen, welche das Siegel der Gruft gebrochen hat? Nur Türpriester dürfen hier herein! Olaf schickt mich. Einer seiner Priester ist verschwunden. Tür segne euch für eure Taten. Ich fürchte jedoch, Olaf schickt euch, um an meiner Seite zu sterben. Ich habe nicht vor, hier unten zu sterben. Ich fürchte, ihr habt keine Wahl. Wir sitzen hier in der Falle. Die Türpriester patrouillieren in diesen Hallen, um für die Sicherheit der Gruftsiegel zu sorgen. Es ist unsere Pflicht, Acht zu haben, dass die Verräter ruhen, in Frieden. Etwas hat die Geister gestört, die hier ruhen.
Und nun haben sie sich erhoben. Wir fürchten lange, es könnte so kommen. Noch schlimmer, sie haben den Mechanismus in der Hand, der den Eingang versiegelt. Ich fürchte, man kann ihn nicht erreichen. Ich versuchte es, doch sie trieben mich zurück. Aber vielleicht habt ihr erfolgt, wo ich versagte. Ich habe lange überlegt, vielleicht seid ihr stark genug, um sie zu führen. Ich komme damit klar. Wartet ihr hier? Ja, ich komme damit klar. Wartet ihr hier? Ihr findet ihn und die anderen Untoten jenseits der Tür in der Haupthalle. Seid auf seine Schlacht gefasst. Selbst mit Tür an meiner Seite war ich fast machtlos gegen sie. Gut. Ich habe Ole versprochen, euch zu finden und hier herauszuholen. Und das tue ich. Bleibt hier. Ah, nee, das ist rechtschaffend, oder? Ah, verdammt. Ich kehre zurück, wenn ich die Untoten besiegt habe. Neutral. Haha, sehr neutral.